Ja, schön, dass Sie da sind. Mein Mikro muss, glaube ich, an sein, weil wir das Video für YouTube aufzeichnen. YouTube übrigens ist eine wunderbare Plattform für Falschinformationen und Verschwörungstheorien. Das haben wir nur nebenbei. Der Vortrag heute ist überschrieben mit The Age of Fake. Und ich muss einmal kurz hier wechseln, damit ich in meine Referentenansicht komme. Ich möchte mit Ihnen heute so ein paar Aspekte besprechen, die mir vor allem in der öffentlichen Debatte rund um Desinformation immer ein bisschen zu kurz kommen und ein paar Aspekte ansprechen, ein bisschen genauer ansprechen, von denen ich glaube, dass ich Ihnen da ein paar interessante Themen oder neue Sachen erzählen kann. Kurz vielleicht zu mir, Ralf hat mich ja gerade schon vorgestellt. Ich würde mir auch heute in diesem Vortrag so ein bisschen aus beiden Welten, also aus der wissenschaftlichen und aus der journalistischen Welt, mich so ein bisschen bedienen. Ehrlicherweise habe ich zum Thema Desinformation bislang immer mehr journalistisch gearbeitet, weil es sehr, sehr aktuell ist, wenn es vor allem um die Wirkung von Desinformation und die Reichweite von Desinformation geht. Das ist ja da, wo ich von wissenschaftlichen Studien herkomme, die ich allerdings eigentlich nicht selbst gemacht habe, sondern das ist dann Literatur von Kolleginnen und Kollegen, auf die ich mich beziehe. Wenn Sie, Sie können mich natürlich jederzeit hier ansprechen oder nachher ansprechen, Sie können mich aber auch, wenn Ihnen in den nächsten Tagen noch irgendwie ein Gedanke kommt oder noch eine Frage kommt, twittern Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, das sind meine Kontaktdaten, über die bin ich immer zu erreichen. In der Anmoderation von Ralf kam er ja schon vor. Ich glaube, man kann, oder man kann wahrscheinlich schon, aber ich wüsste nicht wie, einen Vortrag über Desinformation und Manipulation öffentlicher Diskurse, über Falschinformationen schwerlich beginnen ohne ihn, ohne Donald Trump. Und vielleicht fällt Ihnen auch auf, was ich nicht benutze, ist nämlich das Wort Fake News, was der Herr natürlich immer gerne benutzt, weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie Trump diesen Begriff benutzt, hat ihn für eine Analyse und für einen sinnvollen Austausch über Phänomene wie Desinformation, hat den Begriff Fake News damit unbrauchbar gemacht, weil er ihn massiv politisiert hat. Deswegen benutze ich den Begriff nicht. Ich würde auch ehrlich gesagt mal davon abraten, ihn zu benutzen. Wenn wir über Trump reden, reden wir immer über die USA. Und für uns ist dieses Problem der Desinformation und der Polarisierung öffentlicher Debatten meines Erachtens ganz häufig mit Blick auf die USA, dass wir das machen. Was mir als kleine Vorbemerkung aber wichtig ist, Desinformation und die Manipulation öffentlicher Debatten ist kein reines US-amerikanisches Phänomen, es ist auch kein rein westliches Phänomen, es ist ein weltweites, ein globales Phänomen und ein globales Problem. Das ist eine Grafik, die habe ich mir geklaut aus einem Bericht des Comprop-Projekts. Das steht für Computational Propaganda. Das ist ein Projekt angesiedelt an der Uni in Oxford. Und die haben mal so einen Überblicksreport zusammengefasst, alle Länder, in denen irgendwie schon mal, die nennen das Social Media Manipulation Campaigns, aufgetreten und nachgewiesen sind. Und Sie sehen, alles, was dunkelblau eingefärbt ist in all diesen Ländern, gab es schon mal Manipulationskampagnen. Wir haben gerade erst kürzlich rund um den Kaschmir-Konflikt haben wir in Indien und Pakistan wieder Manipulationskampagnen erlebt. Wir erleben gerade rund um die Proteste in Hongkong. Auch der chinesische Staat, der da als Akteur auftritt und versucht, öffentliche Debatten zu beeinflussen beziehungsweise auch zum Teil zu zensieren oder Dinge zu verwässern. Also es ist ein globales Phänomen und wenn wir darüber sprechen, sollten wir das nicht außer Acht lassen. Auch zum Beispiel Brasilien während der Präsidentschaftswahl oder des Präsidentschaftswahlkampfs dort wurde von Jair Bolsonaro das verschiedene Techniken angewandt, um die Wahl in seinem Sinne zu entscheiden. Wenn wir jetzt über Desinformation und solche Manipulationskampagnen sprechen, müssen wir uns kurz überlegen, was meinen wir damit eigentlich? Und ich glaube, man muss dabei einen relativ breiten Begriff nutzen, damit man möglichst viele Aspekte dieses Themas abdecken kann und dann sich einzeln angucken kann. Ich orientiere mich immer an einer Definition, die kommt von der, ja, so einen schönen Titel, diese Kommission, High-Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation.
Das war eine Gruppe von Wissenschaftlern, Journalisten, auch Leuten aus der Tech-Industrie, die für die EU-Kommission sich mal zusammengesetzt hat und mal so überlegt hat, wo liegen eigentlich die Probleme in unseren Online-Diskursen, wo werden die manipuliert, wo wird mit Falsch, mit Desinformation gearbeitet. Und die sind zu dieser Definition gekommen. Demnach ist Desinformation all forms of false, inaccurate or misleading information designed, presented and promoted to intentionally cause public harm or for profit. Ich glaube, da sind so ein paar Aspekte drin, die ich gerne nochmal betonen wollte. Also es geht nicht nur um reine Falschinformationen, also Tatsachenbehauptungen, die nachweisbar falsch sind. Es geht auch um irreführende Informationen, um nicht ganz präzise oder nicht ganz korrekte Informationen. Und die werden eben auch promoted, das heißt, die werden nicht nur veröffentlicht, sondern die werden auch verbreitet, aktiv verbreitet und das auch mit Intent, um bestimmte Ziele zu erreichen, sei es öffentliche Diskurse zu beeinflussen, sei es Gesellschaften zu polarisieren oder, das war der berühmte Fall der mazedonischen Jugendlichen während des US-Wahlkampfs, um Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, das waren so ein paar Jungs, die haben festgestellt, auch wenn wir so Webseiten veröffentlichen, auf denen wir irgendeinen Nonsens schreiben, irgendwelche absurden Nachrichten über den US-Wahlkampf, das promoten wir alles auf Facebook, dann kommen die Leute auf unsere Seite und wir können schön viel Geld mit Werbeanzeigen verdienen. Das hat damals ganz gut funktioniert. Ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also das als grobe Definition von Desinformation. Mit welchen Inhalten, das ist jetzt für mich der nächste Schritt, mit welchen Inhalten werden denn solche Kampagnen überhaupt geführt? Und ich würde eine kleine Kategorisierung vorschlagen, auch die soll wieder möglichst viele Aspekte abdecken, und damit wir uns so ein bisschen vor Augen führen können, wie Desinformationskampagnen und Manipulationskampagnen eigentlich funktionieren. Ich würde unterscheiden zwischen irreführenden Informationen, also das können zum Teil korrekte Informationen sein, die in falschen Zusammenhängen dargestellt werden. Es gibt natürlich die komplett frei erfundenen Inhalte, die also auch intendiert und bewusst erfunden werden. Klassisches oder bestes Beispiel dafür ist auch aus dem US-Wahlkampf die vermeintliche Nachricht, der Papst hätte zur Wahl von Donald Trump aufgerufen. Fun Fact, hat er nicht. Aber das war so ein Beispiel für einen komplett erfundenen Inhalt. Es gibt betrügerische Inhalte, das heißt seriöse Quellen werden imitiert, das heißt nicht, dass komplette Marken oder Brandings übernommen werden, aber dass Brandings ein bisschen imitiert werden, damit Seiten so aussehen, als seien sie verlässliche Nachrichtenseiten. Wir hatten jetzt im Wahlkampf im Vereinigten Königreich so einen Fall es war ein Fall von offline-betrügerischen Inhalten. Die Liberal Democrats dort hatten eine Zeitung rausgegeben, also eigentlich eine Wahlkampfbroschüre herausgegeben, die aussah wie eine Zeitung. Und auch das, da sieht man, solche Formen von Desinformation, die müssen nicht aus irgendwelchen dubiosen Quellen kommen, die müssen nicht alle aus Russland kommen, die müssen nicht alle aus China oder dem Irak kommen, die kommen zum Teil auch von Eliten im eigenen Land. Auch falsche Verbindungen werden häufig hergestellt, das heißt Überschriften oder Snippets transportieren ganz andere Botschaften als die eigentlichen Inhalte, die eigentlich hinter einem Link zum Beispiel stehen. Wer sowas verbreitet, macht sich natürlich zunutze, dass viele Nutzer Dinge teilen, Dinge weiterverbreiten, Dinge kommentieren, liken, was auch immer, ohne zum Beispiel einen Artikel gelesen oder ein Video angeschaut zu haben. Auch ganz beliebt, Dinge in einen falschen oder einen neuen Kontext zu stellen. Zum Beispiel Bilder oder Videos, einfach einen neuen Titel, eine neue Beschreibung. Wir hatten so einen Fall in Dortmund. Ich weiß nicht, ob Sie das davon gehört haben. Ich glaube, Silvesternacht 2016, 2017. Ein paar Tage später kam Breitbart, dieser US-amerikanische rechte Nachrichtenportal, kam Breitbart mit einer Geschichte. Ja, in Dortmund hätte es ja Ausschreitungen gegeben von jungen arabischstämmigen Männern. Die hätten die älteste Kirche Deutschlands angezündet, die Rhein-Neu-Kirche, was nicht die älteste Kirche Deutschlands ist, aber gut. Und diese Geschichte wurde dann aufgegriffen, die Geschichte stimmt so nicht. Diese Geschichte wurde aber wieder aufgegriffen von anderen Seiten, von anderen rechten Blogs und dann wurde sie ein bisschen weitergesponnen. Dann wurde später auch ein Video dazu da eingebettet in diese Artikel, auf denen zu sehen ist, wie sich scheinbar Männer auf jeden Fall, die sich irgendwie auf Arabisch was zurufen,
gegenseitig mit Feuerwerkskörpern beschießen. So sieht das zumindest aus. Man sieht nicht so wirklich viel, weil es sehr verraucht ist und sehr dunkel ist. Wenn man es aber ein bisschen nachrecherchiert, dieses Video, was angeblich die Dortmunder Silvesternacht zeigen sollte, war wesentlich älter und stammte aus Algerien. Also das ist so ein typischer Fall von, ich nehme mal irgendwas, was schon im Netz online ist und poste es nochmal mit einem anderen Kontext. Auch manipulierte Inhalte, immer wieder gern genommen, bearbeitete Fotos oder umgeschnittene Videos. Wir hatten in den USA auch vor ein paar Monaten den Fall dieses Pelosi-Videos. Also man muss nicht groß irgendwie total fancy neue Videos schneiden oder sehr gute Photoshop-Skills haben, um manipulierte Inhalte ins Netz zu blasen. Bei diesem Pelosi-Video ist einfach jemand hingegangen, hat die Geschwindigkeit, in der es abgespielt wird, verlangsamt. Dadurch klang es, als würde Nancy Pelosi ein bisschen betrunken sprechen. Und das wurde dann halt wieder gepostet und mit dem Spin, ja guck mal, die ist ja besoffen. Also auch so kann man Desinformation verbreiten. Und das Letzte, was eigentlich beim Thema Desinformation oder Manipulation öffentlicher Diskurse selten eine Rolle spielt, weil es immer so in einem separaten Diskurs, finde ich, abgehandelt wird, ist das Thema Hassrede. Ich glaube aber, dass diese beiden Punkte eng zusammen gehören. Denn was ist Hassrede? Es ist ja der Versuch auch einer Abschreckung. Das heißt, es werden gezielt einzelne Personen, Gruppen oder Organisationen angegriffen online. Steckt immer der Versuch hinter, das ist meine Interpretation, solcher koordinierten Attacken. Warum die koordiniert sind, sprechen wir gleich drüber. Meine These ist, dass das immer der Versuch ist, Redefreiheit zu unterdrücken. Und wir hatten jetzt in den letzten Wochen immer diese Debatte, in Deutschland dürfe man nicht mehr seine Meinung sagen, etc. pp. Ich rede nicht davon, dass man für etwas, das man sagt, legitimerweise auch kritisiert wird oder kritisiert werden kann. Also Meinungsfreiheit ist eben nicht die Freiheit von Kritik. Was ich hier meine mit Versuch der Abschreckung sind Dinge wie Morddrohung, Vergewaltigungsandrohung, starke Beleidigung, Volksverhetzung, Holocaustleugnung, solche Dinge. Das ist also eine kleine Kategorisierung von Inhalten, mit denen Desinformationskampagnen und Manipulationskampagnen im Digitalen arbeiten können. Jetzt noch die Frage, wenn ich jetzt so einen Inhalt habe, wie gehe ich denn vor? Oder ich will so eine Kampagne machen, was mache ich mit meinen Inhalten? Klar, erster Punkt natürlich, ich muss das Ding erstmal veröffentlichen, das ist relativ leicht. Entweder mache ich mir schnell bei WordPress eine eigene Seite oder ich lade es bei YouTube hoch, bei Twitter, bei Facebook oder auch bei Instagram oder mittlerweile auch bei TikTok. Also das ist immer der erste Schritt. Ein anderer Schritt, der in die Gegenrichtung wirkt, ist nicht, dass ich selbst was in die Welt setze, sondern dass ich versuche, Dinge, die in der Welt sind, zu unterdrücken. Das kann ich machen durch massenhaftes Flagging, also wenn Gruppen koordiniert dahin gehen, und einzelne Inhalte, zum Beispiel einzelne Tweets oder einzelne Videos auf YouTube, dass die massenhaft gemeldet werden über die Reporting-Systeme auf den Plattformen. Denn selbst wenn die Inhalte, die dir gemeldet werden, eigentlich komplett total in Ordnung sind, ist es, dass es plötzlich massenhaft Meldungen zu einem Inhalt gibt, ist für die Plattform wiederum ein Signal, irgendwas stimmt damit nicht und wir wissen zwar jetzt gar nicht, was die so daran stört, aber lass uns das mal besser blocken oder löschen, nur für den Fall, dass da doch irgendwas. Also dieses massenhafte Flagging wird durchaus gemacht, dann wird auch immer noch viel getrollt. Das ist natürlich, Trollen ist mittlerweile relativ unspektakulär, weil wir mittlerweile wesentlich schlimmere Formen von digitaler Auseinandersetzung haben, also Trollen, das absichtsvolle, wiederholte Versuchen, Online-Diskurse durch provokante oder sachfremde Äußerungen entgleisen zu lassen. Beim ZDF mache ich hin und wieder auch so Social-Media-Dienste und da muss man auch alle oder viele Kommentare lesen, die so reinkommen. Da wird halt auch viel getrollt, da bin ich jetzt einiges gewohnt, von daher finde ich das mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Die gesteigerte Form dessen ist, würde ich noch als Hassrede bezeichnen, also das, was ich vorhin sagte, Mord, Vergewaltigungsdrohung, offensichtliche Beleidigungen, Volksverhetzung. Und ich würde dazu auch Doxing zählen, also wenn man Doxing beschreibt, dass einzelne Personen oder Gruppen
Daten über Menschen, die ihnen nicht genehm sind oder Gruppen, die ihnen nicht genehm sind, dass sie über die Daten sammeln, zum Beispiel Adressen, E-Mails, Telefonnummern und die dann so gesammelt veröffentlichen. Gerne auch mal mit dem Hinweis, könnte man ja mal besuchen. Wenn sie mit so einem wenn ihre Adresse, ihre Telefonnummer mit so einem Hinweis auf einem rechten Blog auftaucht, dann ist ihnen nicht mehr ganz so wohl zumute. Also diese Form von Verhinderungstaktiken werden auch durchaus angewandt. Also wir haben veröffentlichen, verhindern und der letzte Punkt, über den ich gleich auch ein bisschen genauer sprechen würde bei Desinformationskampagnen und Manipulationskampagnen, ist das Verbreiten. Verbreiten würde ich so ein bisschen unterscheiden zwischen Targeting und einem, was ich künstliche Verstärkung nenne. Targeting beschreibt letztlich, dass Sie, vor allem wenn Sie auf Plattformen wie Facebook oder YouTube oder Instagram Werbung schalten, dass Sie ganz gezielt sich Zielgruppen aussuchen oder bestimmte demografische Gruppen gesondert ansprechen wollen und dann Inhalte publizieren und die Reichweite einkaufen, um diese Zielgruppen direkt ansprechen zu können. Das ist jetzt in den Wahlkämpfen, ist das immer ein Riesenthema. Oh Gott, Mikro-Targeting mit Wahlwerbung. Oje, oje, deswegen mussten Facebook und Google auch diese Ad-Libraries einführen, das heißt Datenbanken, auf denen alle politische Werbeanzeigen hinterlegt werden. Twitter ist dann irgendwann hingegangen und hat gesagt, so, wir machen überhaupt keine politische oder lassen überhaupt keine politische Werbung mehr auf unserer Plattform zu. Das können die machen, weil es nur einen sehr kleinen Teil ihres gesamten Werbeumsatzes betrifft. Ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen ein Problem damit, dass dieses Targeting immer so hochgehängt wird. Weil ich kenne zumindest ein paar Studien aus dem Medienbereich, dass die Effizienz von solchen Targeting-Kampagnen gar nicht so groß ist, beziehungsweise dass das Ergebnis gar nicht so viel besser wäre, als würde man nicht genau die Gruppen ansprechen. Und das Zweite ist, ich glaube, der Großteil von Falschinformationen wird nicht über, ich nenne es mal, offiziell gekaufte Reichweiten verbreitet. Was meine ich mit offiziell? Offiziell meine ich also Reichweite, die ich über die Plattform selbst kaufe. Die ich zum Beispiel über Werbeanzeigen bei Facebook kaufe oder über Werbeanzeigen bei YouTube. Ich glaube, dass diese Form von künstlicher Verstärkung das größere Problem ist. Mit künstlicher Verstärkung meine ich verschiedene Taktiken, um eigene oder auch fremde Inhalte möglichst weit zu verbreiten, zum Beispiel durch den Einsatz von Bots. Über Bots will ich heute gar nicht so sehr sprechen, weil das ist nochmal ein ganz eigenes Forschungsfeld, aber auch durch Fake-Accounts oder durch die Koordination über Aktivisten oder Trollnetzwerke. Ich glaube, das ist eine Form der Verstärkung und der Verbreitung von Desinformationsinhalten, die man sich genauer angucken sollte. Und deswegen würde ich sagen, tun wir das mal. Also, was sind Verstärker im Digitalen? Ich würde ein paar Punkte Ihnen hier auch kurz vorstellen. Einmal die Nutzung von Plattformmechanismen, was ich damit meine, dazu komme ich gleich. Der Einsatz von Bots und Sockpuppets, also Sockpuppets, Sockenpuppen, so wie ein bisschen im Kasperle-Theater. Was ist damit gemeint? In erster Linie, dass man entweder Fake-Accounts einkauft oder dass man auf bestimmten Seiten, auf denen man sich zum Beispiel Fake-Kommentare, Fake-Likes, Fake-Views auf YouTube einkaufen kann, dass man Accounts dafür nutzt, um sowas zu machen. Der Unterschied zu Bots ist es, dass diese Sockpuppets, diese Accounts häufig oder meistens von Menschen gesteuert werden und eben nicht automatisiert sind. Bots sind ja letztlich eine automatisierte Software, mit der Accounts gesteuert werden. Sockpuppets sind nicht automatisch gesteuert. Dann das Thema Trolle und Aktivistengruppen. Sie kennen vielleicht oder haben schon mal den Begriff von oder den Namen Reconquista Germanica gehört. Jan Böhmermann hatte mal so ein Riesending zugemacht. Diese Gruppe gibt es meines Wissens immer noch. Das ist eine Gruppe von rechten Online-Aktivisten und Trollen, die sich auf einem Discord-Server gesammelt haben, schon vor der Bundestagswahl 2017. Und ich war da mit einem
Das war Teil meiner journalistischen Arbeit. Ich war da mit einem Fake-Account tatsächlich drin in dieser Gruppe vor der Bundestagswahl, bis wir darüber berichtet haben. Dann ist der Account leider aufgeflogen. Aber das war so ein ganz typisches Beispiel, wie sich so Gruppen koordinieren, um bestimmte Inhalte oder bestimmte Hashtags zu pushen. Damals war es zum Beispiel während des TV-Duells in der Bundestagswahl 2017, wurde sich da online zum Beispiel darauf verabredet, dass man den Hashtag Verräterduell möglichst häufig tweeten oder retweeten sollte, damit dieser Hashtag in die Trends kommt, damit man irgendwie öffentlich sichtbar ist. Oder auch, dass man bestimmte Inhalte zum Beispiel gucken soll, bestimmte Videos auf YouTube gucken soll, damit die eine möglichst hohe Sehdauer haben, möglichst häufig angeklickt werden, damit das für YouTube ein Signal ist, dieses Video auch anderen Nutzern verstärkt auszuspielen. Also diese Troll- und Aktivistengruppen gibt es in Deutschland, die gibt es aber auch in ganz vielen anderen Ländern. Gibt es auch bezahlt tatsächlich. BuzzFeed und irgendeine Journalistengruppe hat vor ein, zwei Monaten eine Geschichte veröffentlicht über jemanden, der in Polen in einer Trollfabrik gearbeitet hat, im Auftrag des polnischen staatlichen Fernsehens. Und dann als Troll schreiben sollte, wie toll das staatliche Fernsehen in Polen ist. Auch sowas lässt sich eben dann auch einkaufen. Das geht auch so ein bisschen in den nächsten Punkt, Kauf von Reichweite. Ich hatte ja einmal über den Unterschied zwischen Targeting, das, was ich offen und quasi offiziell bei den Plattformen kaufe. Es gibt aber, wie gesagt, auch diesen Riesenbereich an Webseiten und Dienstleistungen, über die ich Fake Views, Fake Likes etc. kaufen kann. So Seiten, viele nennen sich Social Media Marketing Panels, ein bisschen euphemistisch, weil die tun natürlich eigentlich was, von denen die Plattformen sagen, das wollen wir nicht und das solltet ihr besser lassen. Das Ding ist nur, die Plattformen, entweder wollen sie es nicht oder sie können es nicht wirklich verhindern. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr einen längeren Beitrag zu dem Thema gemacht, da habe ich mich mit einem Betreiber von so einer Seite unterhalten und der meinte, naja, solange ich jetzt nicht zu sehr auf den Busch haue und sage, wie toll ich bin und wie gut das ist, was ich hier mache, interessiert YouTube das nicht. Nur die ganz großen Namen, die es mal ein bisschen übertreiben, da gehen sie dann hin und verklagen die. In Facebook hat zum Beispiel einen Betreiber von so einem Social Media Marketing Panel mal verklagt. Das ist meines Wissens immer noch anhängig, diese Klage. Aber dem Großteil derjenigen, die so Portale betreiben, auf denen man Fake Views kaufen kann, denen passiert nicht. Und die machen damit gutes Geld. Also es war ein Typ aus Kanada, der machte auch nicht groß, der musste nicht groß programmieren können, weil der hat einfach nur Bestellungen genommen und bei noch größeren Social Media Marketing Panels quasi dann eingegeben und war nur so ein Zwischenhändler. Und er hat mir erzählt, er macht nur durch diese Zwischenhändlernummer, hätte er $5,000 bis $10,000 im Monat verdient. Und der klickt dann nur ein bisschen hin und her. Mehr macht er eigentlich nicht. War einen ganz guten Job. Also, auch diese Form von Reichweite lässt sich kaufen. Und letzter Punkt, wenn wir über Verstärkung im Digitalen sprechen, ist die Beeinflussung oder versuchte Beeinflussung von Suchergebnissen. Das ist ein Punkt, der ist noch nicht ganz so gut erforscht. Wenn Sie mal den Begriff des Data Voids hören, das ist ein Konzept, was amerikanische Forscher um Dana Boyd ausführlich behandeln. Da geht es darum, bestimmte Suchbegriffe so zu besetzen, dass man damit Inhalte verbreiten kann. Meistens geht es darum, Suchbegriffe erstmal zu erfinden, um dann Leute dazu zu bringen, danach zu suchen. Also sowas wie der Begriff Crisis Actor. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Dahinter steckt die Theorie, dass hinter zum Beispiel, das stammt auch aus den USA, dass nach Amokläufen man irgendwie verstörte junge Menschen aus Schulen rennen sieht oder irgendwie verletzt auf dem Boden rennen sieht. Und in den USA gibt es eine Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker, die behaupten, ja, das seien ja keine echten verletzten Kinder oder so, das seien Crisis Actor, also Krisenschauspieler und Schauspielerinnen. Und dieser Begriff, das zeichnen Dana Boyle und Kollegen in einem Paper sehr, sehr schön nach, wurde tatsächlich
ganz genau genutzt. Also es wurden erst Inhalte erstellt, die wurden gepostet und dann wurde wesentlich später dieser Begriff erst in der breiten Debatte eingeführt, auch über Social Media. Über Social Media schwappt es dann auch in redaktionelle Medien hinein und dann fangen Leute an, danach zu suchen. Und wenn Menschen anfangen, nach einem Begriff zu suchen, es gibt aber noch nicht so viele Inhalte zu dem Thema, können die eher auf Inhalte stoßen, die schon länger da sind, die halt von Leuten kommen, die diesen Begriff erst einführen wollen. Das ist eine, finde ich, sehr perfide Form der Beeinflussung oder der versuchten Beeinflussung von Suchergebnissen. Funktioniert natürlich irgendwann auch nicht mehr, weil wenn dann große Medien darüber berichten und Dinge widerlegen, dann funktioniert das wieder nicht mehr, weil dann die Suchbegriffe wieder von seriöseren Quellen besetzt sind. Aber auch da gibt es eben den Versuch, sowas zu beeinflussen, wobei ich da jetzt wiederum auch einschränkend sagen muss, wie groß dieses Phänomen ist und welche Wirkung das wirklich entfaltet. Das ist noch nicht untersucht, aber ich finde es aus wissenschaftlicher Sicht sehr spannend. Aus staatsbürgerlicher Sicht finde ich es ein bisschen gruselig. Also das sind alles Möglichkeiten, wie man Inhalte im Digitalen verstärken kann. Auf den ersten und auf die SOCPUB. Jetzt würde ich jetzt noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Was meine ich mit Nutzung von Plattformmechanismen? Das wissen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Plattformen, Facebook, YouTube, Insta, auch TikTok, Snapchat, benutzt noch jemand Snapchat, ich weiß es nicht, haben alle ein Ziel, Engagement erhöhen. Das heißt, sie sollen möglichst viel Zeit auf den Plattformen verbringen, sollen möglichst viele Interaktionen erzeugen, möglichst viele Kommentare schreiben, möglichst viele Inhalte teilen. Weil je mehr Zeit sie darauf verbringen, je mehr sie da hin und her klicken, desto mehr Werbeanzeigen können die ihnen anzeigen, desto mehr Geld verdienen. Es ist dann recht am Ende des Tages doch sehr schnöder Kapitalismus, der da passiert. Und dieses übergeordnete Ziel der Plattform, nämlich Engagement maximieren, können bestimmte Akteure sehr gut ausnutzen, indem man Inhalte erzeugt oder Inhalte veröffentlicht, die eben besonders viele Interaktionen hervorrufen. Das sind eben eher emotionalisierende, eher krasse Geschichten, die man dann veröffentlicht, mit denen Nutzer dann eher interagieren als mit einem abwägenden, differenzierten Essay, mit dem interagieren eben nicht so viele Leute. Auch ein Plattformmechanismus, den sich bestimmte Akteure zunutze machen können, ist die Tatsache, dass Inhalte, das kann man natürlich auch als Vorteil sehen, aber dass Inhalte einigermaßen diskriminierungsfrei nebeneinander stehen. Das heißt, Signale früher in alten Medienwelten war zum Beispiel die Medienmarke, unter der ein Inhalt erschien, war ein ganz klares Qualitätssignal. Das hat Nutzern, auch wenn es natürlich nicht immer das optimale Signal war, weil es vielleicht auch viele Informationen verschluckt hat, aber das war für viele Rezipientinnen und Rezipienten, damals gab es ja noch keine Nutzer in analogen Zeiten, war das Signal, das ist gut, das Bild. So. Diese Qualitätssignale gibt es in der Form nicht mehr, weil eben ganz viele Inhalte aus unglaublich vielen Quellen, die man auch gar nicht mehr alle kennen kann, stehen alle neben, beziehungsweise auch in den Feeds einmal untereinander, ohne dass sie, natürlich sind die immer noch mit irgendwie einem Namen versehen und einem kleinen Logo versehen, aber in der Gesamtaufmachung stehen sie eben einigermaßen gleichberechtigt nebeneinander. Das geht so weit, es gibt jedes Jahr den Digital News Report von Reuters und je nachdem, was so Länder für Nutzungsverhalten haben, ich glaube, in Korea ist der Wert am höchsten, wenn Leute da gefragt werden, ja, wenn sie so über eine Social-Media-Seite oder über Google-Suchergebnisse auf einen Artikel kommen und was lesen, wissen sie dann am Ende noch, bei welcher Quelle sie waren? Da sagt die Hälfte der Befragten, nö, keine Ahnung, war irgendwie was über Facebook. Oder wie Donald Trump es sagen würde, habe ich im Internet gelesen. Also auch das ein Punkt. Inhalte oder Inhalte von Quellen minderer Qualität kann ich da besser platzieren. Auch sowas wie Empfehlungen politischer Inhalte aus dem eigenen sozialen Umfeld sind besonders einflussreich. Eigenes soziales Umfeld auf den Plattformen ist natürlich relativ groß, deswegen kommt man da auch schneller rein.
Und die Plattformen bieten eben relativ viel Raum für koordinierte Aktionen, um Rankings zu beeinflussen. Das ist das, was ich vorhin erzählte mit Viewtime generieren für zum Beispiel YouTube, um da in die Empfehlungen reinzukommen. Es macht einen unglaublichen, unfassbaren Unterschied, wenn Sie einmal in die Recommendations bei YouTube reinkommen. Also das ist meistens die Spalte rechts, wenn Sie ein Video gucken. Manchmal landet man ja irgendwie bei YouTube, guckt ein Video und dann hat man rechts die Recommendations-Spalte. Wenn Sie da zu einem Thema irgendwie immer gut hoch gerankt werden, dann explodieren Ihre Abrufzahlen. Das sind echt so, das sind so selbstverstärkende Mechanismen. Je häufiger ich darin vorkomme, desto häufiger werde ich geguckt, desto häufiger werde ich da wiederum empfohlen. Und da reinzukommen, das ist immer so ein bisschen das Ziel. Diese Plattformmechanismen können also Akteure nutzen, wenn sie digitale Inhalte verstärken wollen. Das Zweite, worüber ich jetzt noch sprechen wollte, ist der Bereich Sock Puppets und Bots. Ich habe hier ein Beispiel, ich weiß nicht genau, ob das menschliche oder nichtmenschliche Akteure sind oder Menschen Accounts sind, die da gepostet haben, aber ich habe ein Video von Boris Johnson, das ist glaube ich aus dem Oktober, lass es mal laufen, kein Ton, nicht wundern, da erzählt er, dass er einen super Deal mit den, mit der EU ausgehandelt hat. Und was Sie sich angucken sollten, ist hier die Kommentarleiste. Brilliant Boris, brilliant news, brilliant, fantastic Boris, fantastic, fantastic, brilliant Mr. B. Können wir mal gucken, wie es weitergeht. Sind Sie auch so gespannt wie ich? Fantastic, brilliant Boris, brilliant, fantastic, fantastic, brilliant, brilliant, brilliant. Also da wird irgendjemand sich wahrscheinlich ein paar Kommentare eingekauft haben. Ich will nicht behaupten, dass die Kampagne, dass Boris Johnson selbst wahrscheinlich nicht, aber auch, dass seine Kampagne, die er eingekauft hat, will ich gar nicht behaupten. Das kann Gott weiß, wer gewesen sein. Es könnte sogar so perfide sein, dass das irgendwie politische Gegner eingekauft haben, dann dahingegangen sind und das abgefilmt haben und gesagt, guck mal, der setzt sowas ein. Selbst sowas könnte man sich ja denken. Sowas wird dann auch behauptet, dass es gemacht worden wäre. Also so diese sehr vielen gleichlautenden Kommentare immer ein gutes Indiz dafür, dass da jemand ein bisschen an der Reichweite von so einem Ding schrauben will und das ein bisschen pushen will. Ist halt auch ein bisschen sehr auffällig in dem Fall. Und weshalb ich sagte eben, ich weiß nicht, das kann automatisch gemacht werden, muss aber nicht automatisch sein. Das ist auch so ein sehr grundlegendes Problem, wenn wir über diese Verstärkungsmechanismen reden, letztlich nachzuverfolgen, wer ist eigentlich der Akteur, der etwas in Auftrag gegeben hat. Ist sowas automatisiert passiert? Ist sowas nicht automatisiert passiert? Ist sowas vielleicht teilautomatisiert passiert? Das sind alles sehr, sehr schwierige Fragen, die man kaum beantworten kann. Das ist auch ein ganz ähnliches Problem jetzt in dem nächsten Beispiel, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Da geht es um den Europawahlkampf in Deutschland im Mai, ja, April, Mai diesen Jahres. Das ist eine Untersuchung eines Forscherteams der George Washington University aus den USA. Was sie gemacht haben, die haben sich den Europawahlkampf in ganz vielen europäischen Ländern angeguckt, also den Europawahlkampf in sozialen Netzwerken, vor allem auf Facebook, in ganz vielen Ländern angeguckt, auch in Deutschland. Und in Deutschland haben sie Anomalien festgestellt. Was haben sie in Deutschland gemacht? Sie haben sich über 6.800 politische Facebook-Seiten angeschaut und die untersucht. Das heißt, es sind nicht nur die großen Facebook-Seiten der Bundesparteien, sondern da sind auch ganz viele Untergruppen, Ortsgruppen, Jugendverbände, Ortsgruppen von Jugendverbänden etc. drin. Deswegen ist die Zahl so hoch. Zusammen mit diesen Seiten haben sie auch anderen 1,6 Millionen Accounts analysiert. Diese Accounts folgen entweder den untersuchten Seiten oder haben Posts geliked oder Inhalte von Seiten geteilt im Untersuchungszeitraum Oktober 2018 bis Mai 2019. Und dabei haben sie festgestellt, dass die Reichweite oder die Interaktionsraten von Facebook-Inhalten
oder von Inhalten auf Facebook zwischen den Parteien sehr, sehr, sehr ungleich verteilt sind. Nur ein Beispiel, das sind jetzt der prozentuale Anteil von Shares auf Facebook im Untersuchungszeitraum. Und Sie sehen, dass die AfD in allen Monaten ein unfassbares Übergewicht hat. Die AfD weiß sehr gut, wie man auf sozialen Plattformen Reichweite erzeugt, wie man dort Nutzer anspricht. Die haben sehr viele Seiten, die sind auch schon lange da, haben sich eine Followerschaft aufgebaut. Also dass die sehr erfolgreich sind auf Facebook, kann man erklären. Dass die so erfolgreich sind auf Facebook, hat die Kollegen aus Washington dann doch ein bisschen stutzig gemacht. Und sie haben sich dann die Accounts, die für diese Reichweiten sorgen, ein bisschen genauer angeguckt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es ungefähr 200.000 verdächtige Accounts gibt. Verdächtig warum? Oder verdächtig in welchem Sinn? Verdächtig in dem Sinne, dass es sich dabei nicht um echte, oder dass hinter den Accounts keine echten einzelnen Menschen stecken, sondern dass die irgendwie anders gesteuert werden, diese. Warum kommen die zu so einer, oder welche Indizien nutzen die, um sowas festzustellen? Das ist einmal die mehrfache Namens-, Lokations- und Profilbildänderung. Das geht in die Richtung, wenn man Accounts kauft oder Accounts mietet für einen bestimmten Zeitraum, verändert man die häufig. Oder jemand, der eine Zeit lang vor allem Seiten auf den Philippinen liked und dann soll dieser selbe Account auf einmal Seiten in Deutschland liken, muss man den Account ja irgendwie mal ein bisschen verändern, ne? Damit das nicht ganz offensichtlich ist. Deswegen sind so Namenslokations- Profilbildänderungen ein Indiz. Es gibt unplausible Ortsangaben. Die Forscher haben eine Gruppe der High-Frequency-Likers, so nennen die die, identifiziert. Das heißt eine Gruppe, die besonders viele Posts geliked hat. Und ein Drittel dieser High-Frequency-Likers hat ihren Wohnsitz oder ihren Heimatort nicht in der EU. Also da gibt es ganz viele, die kommen aus Timbuktu, aus dem arabischen Raum, aus Asien, viele aus Sri Lanka, glaube ich sogar. Und das ist eben auch ein Indiz dafür, dass da irgendwas vielleicht im Argen liegt. Sie haben festgestellt, es gibt viele Accounts mit unterschiedlichen Profil- und URL-Namen. Also wenn Sie auf Facebook gehen, haben Sie natürlich einmal ein Facebook-Profil, da steht hier Peter Müller, irgendwie der Name steht drauf, unter dem Foto oder neben dem Foto. Es gibt aber auch einen URL-Namen, das heißt, wenn Sie oben in die Adressleiste gucken, facebook.com/, wenn Sie auf dem Profil sind, dann steht hinter dem Schrägstrich ein der Name, unter dem ein Account wirklich registriert ist. Und da haben die auch Diskrepanzen festgestellt. Ein Beispiel nur, also wenn in diesem URL-Namen der Name, ich habe es mir aufgeschrieben, Mohammed El-Kazan steht, im Profil steht aber Peter Müller, dann wird man stutzig. Also auch solche Fälle gab. Auch das war ein Indiz dafür, dass vielleicht nicht alles ganz authentisch ist, was da passiert. Gab viele Fälle von Accounts, deren Namen nur aus zwei Buchstaben bestehen. Können wir uns gleich ein paar Beispiele angucken. Und es gab teilweise verdächtiges Nutzungsverhalten. Wenn zum Beispiel Accounts, die einer Facebook-Seite nicht folgen, konstant Posts von dieser Seite liken, dann muss man sich ja fragen, wie kommt das zustande? Weil dass jemand ständig Posts von einer Seite liked, der er auch folgt, hat ja Sinn. Weil die Sachen werden ja im Newsfeed angezeigt. Dass ich auch mal gelegentlich irgendwie einen Post einer Seite in meinen Newsfeed gespült kriege, von einer Seite, der ich nicht folge und dass ich dann like, auch das ist plausibel. Aber dass es wieder und wieder und wieder passiert, auch da sind die dann hingegangen und sagen, ist für uns ein Indiz, dass das ein verdächtiger Account ist. Das sind alles Indizien. Das sind keine schlagenden Beweise dafür, dass es wirklich 200.000 Fake-Accounts gibt, die die AfD im Europawahlkampf gepusht haben. Das möchte ich nochmal betonen. Und auch da wieder, Gott weiß, wer das selbst, sagen wir, nur die Hälfte von denen sind wirklich Fake-Accounts. Auch dann wissen wir ja gar nicht, wer hat das denn in Auftrag gegeben. In wessen Namen machen die das denn? Vielleicht die Partei muss damit gar nichts zu tun haben. Ne? Also es ist
Ich will damit nur deutlich machen, wie schwierig es ist, den Ursprung von bestimmten Kampagnen herauszufinden und wirklich, was ist eigentlich Teil einer Desinformationskampagne und was ist noch originäres und authentisches Nutzerverhalten. Sehr schwierig nachzuvollziehen. Aber damit Sie mal sehen, so ein paar Fälle habe ich Ihnen mitgebracht, dass zum Beispiel ein Nutzer, da steht gar nicht viel drin, der hat zwei Freunde, ein Foto einer Ente, ich glaube, es ist so ein Blaufußtölpel. Ich weiß nicht, kann kein Arabisch, das ist wahrscheinlich der Name. Und dieser Account folgt diesen AfD-Seiten. Kann man sich fragen, überzeugt mich das so? Ist das wirklich eine authentische Unterstützung einer politischen Partei? Das andere, was ich eben ansprach, die Accounts mit zwei Buchstabennamen. Und da war es besonders auffällig, dass einige dieser zwei buchstabennamigen Accounts besonders viel geliked hatten im Untersuchungszeitraum. Auch das wieder ein Indiz und ganz nebenbei auch ein Verstoß gegen die Klarnamenpflicht, die Facebook ja eigentlich. Sock Puppets, ich glaube, wir können sehr sicher davon ausgehen, dass die auch im Europawahlkampf benutzt werden. Welches Ausmaß das hatte, ist schwierig nachzuvollziehen und der Ursprung von so Kampagnen, ich habe es ja eben schon gesagt, auch sehr schwierig nachzuvollziehen. Im Wahlkampf kam dieses Forscherteam auf uns zu, also auf das ZDF zu, das landete dann bei mir. Und dann stehen Sie als Journalist vor dem Problem, der ist jetzt ein Forscher, der sagt Ihnen, ich habe hier 200.000 Accounts, die sind wahrscheinlich alle fake und das müsst ihr doch berichten. Das kann ich ja nicht einfach hingehen und sagen, hier, pass auf, der sagt das wird schon stimmen. Ganz so einfach ist der Job leider nicht. Also habe ich mir überlegt, was mache ich? Ich habe mir dann aus den Datensätzen verschiedene Beispiele geben lassen, auch Listen halt mit hunderten oder tausenden Accounts. Und weil das wirklich in der Woche vor dem Wahltermin war, wir also unter Zeitdruck standen, haben wir uns zu zweit viele, viele Accounts angeguckt, also händisch das gemacht, was wir hier gerade so ein bisschen kursorisch gemacht haben, haben sehr, sehr viele gefunden, wo wir sagen, ja, ist plausibel, dass das nicht echt ist. Da haben auch ein paar gefunden, wo wir sagen, könnte aber genauso gut echt sein. Und dann dachten wir so, müssen wir Facebook ja mal fragen, wie Facebook denn so grundsätzlich mit Fake-Accounts umgeht zum Beispiel und jetzt auch sich in diesem Fall irgendwie, ob die irgendwas dazu sagen wollen. Und dann Facebook sagt natürlich, nein, oh Gott, Fake-Accounts gibt es ein paar, ja, aber so groß ist das Problem jetzt nicht. Wir müssen ja auch sagen, weil das geht wirklich bei denen ans Geschäftsmodell. Weil wenn Fake-Accounts Werbung sehen, für die Leute bezahlen, gefällt das den Werbetreibenden nicht so. Aber um das auch mal so ein bisschen zu testen, habe ich aus diesen Stichproben, die wir hatten, habe ich 20 Accounts gesammelt und an Facebook geschickt. Die URLs an Facebook geschickt und dann habe ich mit denen verabredet, okay, ihr guckt jetzt mal mit eurem normalen System, wenn quasi ein Nutzer irgendeinen Account meldet und sagt, der ist fake, dann gibt es ja so ein System bei Facebook, durch das das dann läuft und dann wird es auch von denen überprüft. Und dann haben wir gesagt, okay, ich schicke euch jetzt 20 Stück und ihr überprüft die und dann gucken wir mal, wie viele davon echt oder gefälscht sind. Die 20 habe ich denen geschickt, dann kam zurück, Herr Münkes, von denen sind leider nur zwei fake, der Rest ist alles echt. Da dachte ich so, blöd war nur, in diesen 20 war ein Account drin, von dem ich definitiv wusste, dass er fake ist, weil den hatten wir angelegt. Für Recherchezwecken im Wahlkampf. Der bestand aus einem, der hatte... Die erzählen einem dann immer einen vom Pferd. Gut, ja, auf YouTube. Also die erzählen einem immer, was die für intelligente Systeme haben, um sowas zu überprüfen und dass es bestimmte Nutzungsmuster gibt, anhand denen man echte von falschen Accounts unterscheiden kann. Zum Beispiel, dass bestimmte Netzwerke, so Freundschaftsnetzwerke, relativ natürlich entstehen. Unser Fake-Account, der laut Facebook echt war, hatte ein solches Netzwerk nicht. Der hatte ein Profilfoto, was gemorpht war. Das heißt, das war auch kein echtes Foto, sondern ein künstlich, synthetisch erzeugtes Foto. Aber auch da sagte Facebook dann eben, nee, das ist echt.
Übrigens, also die haben 2 Accounts gelöscht, 8 haben sie gesagt, da müssen wir jetzt die Identität nochmal überprüfen. Und von diesen 8, die dann nochmal ihre Identität nachweisen sollten, sind, glaube ich, mittlerweile auch wieder 6 gelöscht. Also es zeigt, da gibt es eine relativ große Diskrepanz zwischen dem, was die Forscher von der George Washington University sagen, von dem, was Facebook sagt, weil eben die Detektierung von Fake-Accounts extrem schwierig ist. Das gleiche Problem haben sie übrigens auch in der Bot-Forschung, aber ich glaube, hier sind Informatiker, deswegen sage ich über Bot-Forschung nicht zu viel, weil da wissen sie wahrscheinlich mehr drüber als ich. Das also zum Einsatz von Sock-Puppets und vielleicht auch das nur noch als Ergänzung. Es ist ja nicht so, als würde Facebook nicht gegen sowas vorgehen. Ne? Also die haben Zahlen veröffentlicht, die geben alle paar Monate so Transparency Reports raus. Die haben zwischen Januar und September 2019 5,4 Milliarden Fake-Accounts gelöscht. Also es ist schon eine richtig große Menge verglichen mit den läppischen 200.000. Das Problem ist nur, wenn Sie diese großen Zahlen hören, das sind größtenteils Accounts, die ganz neu automatisiert erstellt werden. Und die können Sie dann leichter herausfiltern und direkt löschen. Das Ding ist jetzt in diesem Sample, was die Kollegen von der George Washington University zusammengesucht hatten, dabei handelt es sich um ganz viele Accounts, die schon wesentlich älter waren, die teilweise schon mehrere Jahre dort bei Facebook registriert waren. Und die dann rauszufiltern, ist wesentlich schwieriger. Wenn wir jetzt über die Frage, leben wir in einem Zeitalter des Fake, sprechen, das unter der Frage steht ja so ein bisschen dieser Vortrag. Ich habe Ihnen jetzt ganz viel erzählt, was alles Schlimmes gibt, was man alles nicht weiß, was man nicht so richtig nachvollziehen kann, wo man davon ausgehen kann oder vielleicht sogar ausgehen muss, dass da jemand Schindluder treibt. Wir müssen bei dieser ganzen Debatte um Desinformation und um Manipulation digitaler Diskurse sehr vorsichtig sein, nicht in irgendeine Panik zu verfallen. Deswegen muss man sich immer überlegen, wenn wir über so Themen reden, dass wir sowas umfassend analysieren. Ich würde zum Beispiel weder behaupten, dass die Wahl Donald Trumps noch die Brexit-Entscheidung durch Desinformation oder Fake News verursacht wurden. Dafür gibt es viel, viel mehr Gründe für Wahlentscheidungen, viel, viel mehr Gründe für Referendumsentscheidungen, als dass man das auf diesen einzelnen Punkt zurückführen kann. Es gab ja dann auch die große Debatte um Cambridge Analytica, dass Cambridge Analytica irgendwie diese Wahl entschieden hätte, weil die haben ja so Daten von hunderttausenden Facebook-Nutzern aus den USA. Da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, diese Kausalitäten und so ganz einfache Kausalitäten aufzumachen. Weil wir bei sowas immer viele Variablen und viele offene Fragen mit einbeziehen müssen. Also ich rede ja jetzt hier die ganze Zeit über Medien und die digitale Welt. Es gibt auch ganz viel, was politische Entscheidungen beeinflusst, was abseits der Medien und abseits der digitalen Welt passiert. Also so grundlegende politische Überzeugungen oder so, die ändern Sie nicht mal eben, weil Sie irgendeinen Facebook-Post sehen. Die sind wesentlich langlebiger und Leute irgendwie zu überzeugen von einer anderen politischen Position als die Sie ohnehin schon haben, ist sehr, sehr schwierig. Da müssen Sie auch historische Entwicklungen mit einbeziehen. Vor allem in den USA ist das, glaube ich, wichtig. Da wird ja alles so auf die sozialen Netzwerke etc. bezogen. Wenn Sie in die USA schauen, haben Sie Mitte der 90er Jahre schon ungefähr mit Newt Gingrich, eine Figur, die sehr bewusst, also Newt Gingrich damals, glaube ich, republikanischer Whip im Repräsentantenhaus oder im Senat, ich weiß nicht mehr genau, der hat sehr bewusst eine strategische Entscheidung gefällt und gesagt, wir setzen ganz klar auf polarisierende Themen und schlachten die aus bis zum geht nicht mehr, damit wir unsere Wählerschaften polarisieren, damit wir unsere Leute mobilisieren können in den Wahlkampf. Und diese historischen Entwicklungen haben erstmal nichts mit dem Internet zu tun, weil da gab es das Internet zwar schon, wurde aber nicht groß benutzt. Und vielleicht auch die Brexit-Entscheidung wäre vielleicht auch ohne diese sehr grundlegende und sehr langlebige ablehnende Haltung vieler Briten gegenüber der EU, das Brexit-Referendum auch nicht denkbar. Die Wirkung massenmedialer Online-Kommunikation ist nicht so eindeutig, das habe ich vorhin schon angesprochen. Das heißt,
Das ist aus der Persuasionsforschung wissen wir, dass Menschen eben nur sehr schwierig von gegenteiligen oder von Positionen überzeugt werden können, die gegen ihre bisherigen Überzeugungen stehen. Auch das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man sich mit Desinformation und Manipulation online beschäftigt. Alles zusammengenommen, glaube ich, haben wir aber viele einzelne Entwicklungen, wo ich so gerade ein paar Lichter draufgeworfen habe, die im Zusammenspiel aber, glaube ich, schon problematisch sein können. Nicht im Sinne, dass sie Wahlen entscheiden oder dass sie Referenden entscheiden, sondern dass es viel, viel tiefer geht und viel längerfristige Konsequenzen hat. Und das möchte ich ein bisschen erläutern an dem neuesten, an so dem Next Big Thing der Desinformation, Deepfakes. Bestimmt schon mal gehört, den Begriff. Hinter Deepfakes, das sind schlicht synthetisch erzeugte Bild- oder Tonmaterialien und wie die aussehen können. Auch da noch ein relativ aktuelles Beispiel aus dem britischen Wahlkampf. Folks, I am here with a very special. Oh. Dean, division has coursed through our country as we argue with fantastic passion, vim and vigor about Brexit. My friends, I wish to rise above this divide and endorse my worthy opponent, the Right Honourable Jeremy Corbyn, to be Prime Minister of our United Kingdom. Boris Johnson empfiehlt seinen Konkurrenten Jeremy Corbyn. Und gucken, was Jeremy Corbyn dazu sagt. Once upon a time I called for a kinder, gentler politics. However, we, the political class here in Westminster, have failed. And the consequences have been disastrous for our society. That's why I'm taking on the toxic culture in Parliament. I'm urging all Labour members and supporters to consider people before privilege. And back Boris Johnson to continue as our Prime Minister. A Prime Minister that works for the many and not the few. But you know what? Don't listen to me. I'm not even sure who I am. Ja, er ist nicht sicher, wer er ist, weil er natürlich nicht echt ist. Weder Boris Johnson noch Jeremy Corbyn haben die Dinger gemacht. Das sind schon Deepfakes, das sind Videosequenzen, die künstlich erstellt wurden. Es sind nicht mal sehr überzeugende Deepfakes, wenn man ehrlich ist. Das hat auch tatsächlich diese Future Advocacy Gruppe produziert, um auf die Gefahr von Deepfakes hinzuweisen. Und die haben halt die Texte geschrieben. Die Texte wurden eingesprochen von Stimmimitatoren. Also gerade bei Jeremy Corbyn fand ich es nicht sehr überzeugend. Ich weiß auch gar nicht, warum die das so gemacht haben, weil eigentlich kann man auch die Stimmen von lebenden Menschen künstlich erzeugen. Da braucht man gar keine Imitatoren mehr für. Die haben dann Texte geschrieben, einsprechen lassen, so ein bisschen paar Sprachmuster imitiert, so dieses for the many, not for the few, ist was Jeremy Corbyn zum Beispiel sehr häufig sagt. Brexit bei Johnson natürlich. Also es gibt diese Deepfakes und es wird immer darauf hingewiesen, aber das ist gefährlich im politischen Bereich, also da kann man ja jedem Weltmachtführer kann man mittlerweile irgendwas in den Mund legen. Wenn man sich aber anguckt, mal, wie viele Deepfakes gibt es eigentlich und in welchem Bereich tauchen die so auf, habe ich diese Zahlen gefunden. Das stammt aus einem Bericht einer Firma, die nennt sich Deep Trace, glaube ich. Die haben schon das Geschäftsmodell, das Kontra-Geschäftsmodell quasi entwickelt, um Deepfakes zu erkennen und zu entlarven. Die sagen, es gibt momentan im Web 14.678 Deepfake-Videos, was viel klingt, wenn Sie überlegen, dass bei YouTube jeden Tag stundenweise Videomaterial hochgeladen werden, ist es gar nicht mehr so viel. Und der Großteil dieser Videos besteht tatsächlich aus Pornoaufnahmen, bei denen auf Frauenkörper die Gesichter von prominenten Frauen oder von teilweise auch weniger prominenten Frauen montiert werden. Das ist, wofür Deepfake-Technologie momentan eingesetzt wird. Schöne neue Welt. Klingt jetzt erstmal, ist irgendwie ein bisschen ulkig und lustig so, aber ich glaube, für diejenigen, die davon betroffen sind, ist es überhaupt nicht lustig. Und auch das meine ich, deswegen hatte ich vorhin auch, dass auch Versuche von Unterdrückung zu Desinformations- und Manipulationskampagnen dazuzählen, auch sowas kann eingesetzt werden,
um Leute einzuschüchtern oder um Leute mundtot zu machen. Weil wenn erstmal ein Porno-Video von Politikerin XY im Netz ist, auch wenn es nicht echt ist, verunsichert man Leute damit natürlich. Und dann sagt man besser erstmal vielleicht nichts oder bewirbt sich dann nicht um ein bestimmtes Amt. Selbst wenn man sagt, es ist nicht echt und man kann vielleicht sogar nachweisen, dass es nicht echt ist. Ein bisschen was bleibt ja bekanntlich immer hängen. Und das ist so ein bisschen das grundlegende Problem an Desinformationskampagnen, an Deepfakes, an Manipulationskampagnen. Es geht gar nicht so sehr darum, um die direkten Effekte, um die direkte Überzeugung oder Persuasion von Menschen, sondern es geht darum, dass Vertrauen verloren geht. Springt er jetzt nochmal? Er springt nicht nochmal. Und das ist, glaube ich, gerade bei Deepfakes, es gibt eine ganz große Angst vor dieser neuen Technologie, auch wenn es gibt in München einen Professor für Visual Computing, der sagt, die lassen sich einfacher erkennen, als dass sie sich produzieren lassen. Das heißt, man kann sie ja relativ schnell erkennen. Sie können auch den meisten Kram von diesem Desinformations- oder Falschinformationsgedönse, den kriegen sie auch relativ schnell nachgewiesen, dass bestimmte Dinge nicht stimmen. Das Problem ist, das ist erstmal in der Welt und vielleicht stimmt ja doch irgendwie was. Und das ist, glaube ich, das grundlegende Problem und viel längerfristige Problem, wenn wir über Desinformation und die Manipulation öffentlicher Diskurse debattieren. Wir kommen in so einen Modus von, naja, könnte ja irgendwie alles schon mal sein. Ist die Person, mit der ich online auf Twitter gerade diskutiere, ist das wirklich ein Mensch, der überzeugt ist von dem, was er schreibt? Oder ist es eine gekaufte Sockpuppe, die mir irgendwas erzählt, was ein Auftraggeber sagt, was sie mir erzählen soll? Natürlich kann ich dann natürlich ganz einfach hingehen und sagen, wenn das, was dieser Account da schreibt, mir nicht passt, Sockpuppe. Wenn ich damit übereinstimme, was der schreibt, wird ein echter Mensch sein, der von demselben überzeugt ist wie ich. Und wenn wir in diesem Modus von Unsicherheit und von Unklarheit sind, verliert Öffentlichkeit was sie in demokratischen Ländern und Systemen so unentbehrlich macht. Wir verlieren nämlich die Öffentlichkeit als Korrektiv für die Mächtigen. Das ist nämlich das, was wir jetzt in den USA sehen. Trump kann mittlerweile hingehen und alles sagen. Und der muss keine Konsequenzen fürchten. Alle reden über Impeachment. Der wird nicht impeached werden. Der kann sagen, was der will. Der hat im Wahlkampf ist er hingegangen und hat gesagt, ich kann mich auf den Times Square stellen und jemanden umnieten. Das hat keine Konsequenzen für den. Und das ist eigentlich das Gefährliche und das ist das Problem an Desinformation und an diesen ganzen Phänomenen, die da drumherum wabern, dass wir das Korrektiv der Öffentlichkeit verlieren. Und das war's von mir. Vielen Dank. Thank you.